Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Age of Wonders 3, wo wir mit unserer Armee zuletzt die Stadt hier eingenommen haben. Die können wir natürlich auch niederbrennen und was auch immer. Ist nämlich eine Menschenstadt. Die Stadt ist besetzt und die Bevölkerung harrt ihr Schicksal. Harrt. Egal. So, ich glaube die Sachen... Ah gut, die müssen wir nicht nochmal einnehmen. Da sind glaube ich auch unsere Fahnen dran. So, übernehmen. Oder niederbrennen. Das ist eine böse Tat. Zu Hochelfen umsiedeln. Nein, übernehmen wir die lieber. Wie auch immer die Bevölkerung so schnell sagt, alles klar, macht ruhig. So, dann machen wir hier auch permanent... Goldproduktion erhöhen. Haben wir jetzt... Ne, 350 haben wir noch nicht für den Palast fertig. Hochelfen-Sturmschwestern. Achso. Hochelfen-Bade. Leichter Armbrust abfeuern, Nahkampfangriff bezaubern. Ja, wäre wahrscheinlich auch eine tolle Geschichte. Lakete. Lakette. Lakette wurde in ein Reich übernommen. Können wir jetzt natürlich aufbauen, weiteren Kram, blablub, blablub, aber wir machen hier nur Optimierungsgeschichte von Waren. Und reiten mal hier hoch. Gebäude war unverteidigt. So, schicken wir die Truppen auch noch hoch. Und unsere kleine Feen-Belagerungseinrichtungsarmee. Er darf ja nicht sterben, deshalb lasse ich ihn jetzt schon die ganze Zeit hier hinten stehen. So, jetzt haben wir noch genau 350 übrig und das ist natürlich genau das Geld, was ich brauche für den Palast, der in zwei Runden fertiggestellt ist. Dann kann man direkt da auch die Handelswaren als nächstes reinsetzen, genauso wie hier. Und hier macht das ja sowieso schon gerade. So, Gebäude war unverteidigt. Was haben wir hier hinten? Plus 25, irgendein Kram. Da oben haben wir eine Armee drin stehen von Orks. So, ausgebildete Mörder, grausame Meuchler. Freischäler und Infanterieeinheiten erhalten die Spezialausbildung der Assassinen, wodurch sie die Fähigkeit Meucheln erhalten. Einheiten mit Meucheln verursachen plus 6 Schaden, wenn sie Flanken... Oh! Wenn sie Flankenangriffe ausführen. So, nächste Runde ist der durch. Den können wir auch mal nach da oben schicken. So, hier haben wir den großen Palast abgeschlossen. Ein Traum. Riesige Region eingenommen mit dem Ding. 200 Gold jede Runde. Bauen wir mal hier diese Hochelfen-Greifenreiter. Ich glaube, besser kann es nicht kommen. Betäubende Berührung, Magiebannen. Ich frage mich, ob es nicht noch einen besseren Fernkampfkrieger gibt. Die Succubus kann natürlich Einheiten übernehmen. So, mit dir gehen wir erstmal gucken, was hier hinten ist. Wie immer, ja, man muss natürlich die gesamte Welt erforschen. Da ist nämlich irgendwas. Unabhängige Gruppe. Ihr könnt ein Lager aufschlagen. Bam, 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 bam. Und nochmal. Und rein da. Da sind auch noch ein paar Flüchtlinge am Dorf.
Schön, dass die so wenig Leben haben. Geweihte Heilung. Schön. Natürlich eine Scheißdistanz. So, stellen wir den mal hier hin. Der wird eh die andere Seite laufen. Verderbnisschutz. So, gehen wir mal ein paar Schritte mit denen. Ja, gehen wir mal hinten rum. Flankenangriff. 23 Schaden. Piep, 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 piep. So, das war's mit der Einheit schon, ne? Da haben meine Assassinen noch den Rest erledigt. Das war klar, dass ihr die Monsterjäger angreift. Ihr greift meine... Ne, ihr greift gar nichts an. Nicht mal meine Einhörner. Zieler den ersten Schlag. Und Stangenwaffen. Ah. Egal. Habe ich nicht drauf geachtet mit den Stangenwaffen. Zeig, was du kannst, Held. Schön. Na, der hat nur noch 3 Leben. Dann können wir den auch erledigen eben. Und das war's auch schon mit der kleinen Armee, die hier uns geärgert hat. Und dann können wir unseren Lohn holen mit den Einwohnern. Und die werden immer der nächstliegenden Stadt zugeordnet, wie ich jetzt gesehen habe. So, grausames Meucheln. Stadtverzauberung bringt die Bevölkerung gegen das Reich zu revoltieren. Die Stadt erleidet einen Malus von minus 250. Könnte ich ganz gut gebrauchen eigentlich, wenn ich die Stadt hier angreife. Gelegen sind hier Söldner anzutreffen. Wenn ihr ihnen Gold gebt, kämpfen sie für euch. So, schön. Dann macht man hier den Nymphenreich-Kram. Das ist auch schön. Wie viele Runden brauchen wir für 3? Und die können dann auch fliegen und die würden hier oben durchs Gebiet irgendwo lang fliegen. Ah. Werde ich ganz wuschig. Was ist hier denn? Da oben ist auch noch irgendwas. Seht ihr das? Im Schatten? So, dann fliegt mal weiter. Ach so, ich habe hier wieder auf Wiederholen drin. Dann macht man Handwerkswagen, Wagen sei schon, Handwerkswaren permanent. So, neue Forschung, Land reinigen, bewegliches Ziel, Gebiet des Lebens. Ach, das, ich brauche 2 Runden, um den Zauber vorzubereiten. Bam. Gehen wir nach da oben. Ah, da war Forschung.
So, ihr könnt die automatische Bewegung durchführen. Nymphe. Tierfreundschaft verführen plus 11. Also macht die Nymphe eigentlich das, was der Succubus auch schon kann. Land reinigen. Ach so. In gemäßigen. Also ich kann damit Land umwandeln. So, mal gucken, was hier oben ist. Ach ja, schön. Aber die können mich nicht zusammen angreifen. Auf jeden Fall gibt es einen Schatz in der Ecke. Und Schätze mag ich. Warum sind das eigentlich Hochelfen, gegen die ich jetzt kämpfen muss? Toll, Schadensabzug. Gegner hat den ersten Schlag. Dann werden wir es wie folgt machen. Die haben alle Verderbnisschwäche. Boah, 17,25 und 8 bis 12 Giftschaden. So, wenn wir zuerst mit dem den angreifen, dann könnte das vielleicht sogar reichen. Nee, weil ich nur 19 und 9 mache. Übrigens kann ich, das ist das Gute, ich kann den Block wieder ausmachen von der Einheit und kann immer noch mit der weiter bewegen. Aber in dem Fall war Blocken die richtige Entscheidung. Okay, wegen Entfernung. Aber wir haben... Achso, wir haben eh nur einen Schuss dann mit dem, ne? Das war ja das mit den Monsterjägern. Können wir auch näher rangehen. So, setzen wir mal die Einheit hier ein zum Blocken. So, sind die an der Vergiftung gestorben? Komm doch, komm doch. Du hast zwar Bonus durch Stangenwaffen. Mein Rest kannst du vergessen. Ah, ich hätte noch einen Schritt weiter vorgehen müssen. Aber mein Held hat sein Upgrade. Das ist doch alles, was man sich wünschen sollte. Sieg! Aber es gibt noch genügend Feinde für meine Elfin. So, Goldmine entdeckt. Mein Held wurde befördert. Giftkunde. Alle Einheiten in der Armee des Helden erhalten plus 1 Giftstärke. Sprinten. Eine Einheit kann im Kampf sprinten. Achso, die Einheit. Dreckiges Dutzen. Gegengift. Assassinenangriff lernt die mal. Ich bin ja ein Dieb. Was haben wir hier? Ach, nur Bürgerwache. Ja, die sollten wir eigentlich recht schnell erledigen können. Der reine Fernkämpfer, ne? Ach, greift am besten meinen Helden an. Der will nur... Der fängt eure Pfeile mit dem Maul auf, wenn es vorbeigeschossen wird. Schwer vergiftet. Ja, wen töten wir jetzt? So, an dem macht er mehr Schaden von der Seite.
Schwer vergiften werden die wahrscheinlich nicht. Wie er sich freut. Das, so habe ich mir Assassinen immer vorgestellt. Dass sie die Hände hochschleudern. Wenn sie bei einem Gegner so viel Schaden machen. So, Sturmangriff. 16 bis 24 Schaden. Setzen wir lieber die Giftklingen wieder ein. War halt er sogar die Chance, den auszuschalten. So, erledigt. Jetzt haben wir noch die Hochelfen. Ja, der ist natürlich jetzt noch recht stark. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn ich alle Einheiten ein bisschen abschwächen hätte können. Abschwächen hätte können, gutes Deutsch. Alter, 13 Schaden. Ich will meinen Assassinen nicht verlieren. So, die könnt ihr ja definitiv aufhalten, ne? War zwar risikoreich, aber... Hat er die jetzt getötet? Nee. Gut, da habt ihr nämlich für meinen Helden noch was übrig gelassen. Dass der auch mal was umnieten darf. So. Ja, es gibt noch die, die im Schloss sind, ne? Ich muss mal sagen, die zwei schicke ich zurück. Und die Falkenreiter, die schicke ich mal hoch. Soweit es geht. Einfach so geil, dass die überall drüber fliegen können. So, ihr mal, schlagt bitte mal das Lager auf. In einer Runde können wir die Revolte anzetteln. Wir haben Raubzug, Weltverzauberung. Ach, Zauber ist mir gerade egal. Beziehung, Hass, Krieg. Bevölkerung, Ork. Warum müssen eigentlich die Orks immer das Böse sein? Ach komm, den brechen wir ab. Was soll ich damit? Da können wir lieber nochmal Revolte anzetteln, erforschen. So, die Stadt wird zur Metropole. Komm, du hast so viel Geld. Dann erforsche... Dann baue hier einfach alles. Genauso der Fall hier. Obwohl, hier gibt es nicht mehr zum Bauen. Und hier ja sowieso nicht. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So, du ziehst mal da bitte hin. Dann könnt ihr wieder das Lager aufschlagen. Sieg ist sehr wahrscheinlich. Manueller Kampf. Mal gucken, wie die Greifenreiter sind. Geiler Scheiß. So, wir sind als erstes dran. Soll mir recht sein. Nur machen wir nichts in unserer Runde. Außer, wir sprechen nämlich den Heilzauber. Damit wir unsere Assassinenkräfte ein bisschen mehr haben. So, Zug beenden. Ach, der kommt nicht raus, der Schlawiner.
sehr schön, wie der 1 cm vorfliegt. Bewegliches Ziel. Plus 8 Schutz. 20% Verderbnisschutz, weil das Zwerge sind, ne? Mhm. Menschenritter 70. 50-50. Ich glaube, jetzt wird er mich mit Fernkampf angreifen, oder? Ja. Vor allem, er greift meine Assassinen an, ey. Na, du sollst sie nicht anwählen, du sollst sie angreifen. Auch wenn dabei nicht viel rumkommt. So, plus 5 Schaden. Dann schicken wir mal unseren Greif vor. Oh oh. Der kann mich echt mit dem Ritter angreifen. Wie nah muss ich denn ran, damit ich keinen Schadensmaulus mehr habe? So, jetzt nur noch Sichtbehinderung. Keine Zeit für Zauber mehr. So, dann schicken wir den Greif auch mal bis hier. Ja, am besten schicken wir ihn hier rechts hin. Dann kriegen wir den vielleicht sogar in die Basis von ihm rein. So, mal gucken, ob die Truppen jetzt rauskommen. Nö. Die verbarrikadieren sich diesmal lieber. Ich glaube, letztens konnte ich noch... Ach so, ne? Die können... Genau. Die können da hoch. So, dann werden wir den Greif nämlich auch mal hier hochziehen. Ich habe ja dieses Wände hochklettern, oder? Oder haben das nur die Assassinen speziell? Kann sein, dass das eine spezielle Fähigkeit ist von denen. So, gucken wir, ob das reicht. Ja, können nur die Assassinen. So, dann setzen wir hier den Greif auch mal hoch. Und werden nicht nach hinten angreifen, sondern werden den auf Verteidigungsmodus nach rechts setzen. Ach, jetzt kommen die Reiter raus. Oh, die tun mir auch noch richtig schön weh. Aber gegen den Greif können die nicht so viel ausrichten gerade, ne? Ja, mein Held hat auch gerade ganz schön Aua. Okay, da würden sie dann... Flankenangriff meucheln. Weil die Ritter sind etwa genauso stark wie mein... wie meine Greifen. Oh, Level Up für meinen Helden! Da werden die angreifen. Und mein Greif kann nicht mehr angreifen. 20 bis 30 Flankenangriff.
Das wird ausreichen, um ihn zu erledigen. Dann haben wir die Assassinen noch. Ja, ich krieg 3 Schläge zurück. Muss ich hier in die Verteidigung gehen. Und hoffen, dass die Assassine eine Runde noch überlebt. Ach, scheint so, als wenn die sich auf den Greif konzentrieren. Nicht sterben, mein Greif! Ich schicke die Heilung! Mahaha. So. Flankenangriff. 20 bis 30 Schaden plus 5 plus 5 bis 7 Schaden. Dann greifen wir erst mit dem Greif von hier an. Ach, ist schon der Sieg. Muss noch nicht mal mit den Assassinen nochmal nachschlagen. Und dann können wir nämlich den kleinen Schatz hier nehmen. Di-di-di-di. Mein Held wurde befördert. Verspotten, Giftkunde, Tarnkunst. Alle Einheiten in der Armee des Herrn erhalten Waldtarnung. Kann ja nur gut sein. Wahrscheinlich, da ich in Wäldern nicht gesehen werde. So, machen wir beim nächsten Mal weiter. Und wieder als Let's Play Age of Wonders 3. Bis dann, euer Doc. Ciao.